Moin allerseits, heute ein Taschenmesservideo über das Enlan EL06. Wir haben hier eine Gesamtlänge von 21,2 cm. Ja. Klinglänge von 9,3 cm. Klinghöhe an der höchsten Stelle von 2,8 cm und eine Klingenstärke von 3 mm an der dicksten Stelle. So, wir haben einen Daumenpin, der ist umsetzbar. Ja. Wir haben einen Hosentaschenclip. Der Taschenclip, der ist nicht umsetzbar, also trägt man das Messer tipp-ab rechts. Ja, man kann es auch links tragen, ist eigentlich furchtsegal, nur besteht dann die Gefahr, dass die Klinge aus dem Heft rutscht. Kann passieren, muss aber nicht. 3 mm Klingenstärke hatte ich gesagt und Gesamt. Gewicht legen wir bei 131 Gramm. Gucken wir mal hier. Klinge ist mittig. Sehr gut. Wir haben hier an der Klinge ja, Titan-Nitrat-Coating. Hält sich ganz gut. Ich habe es jetzt, glaube ich, 2 oder 3 Tage auf der Arbeit mit dabei gehabt. Damit gefespert und wo typische Arbeiten ausgeführt. War beim Spazierengehen Stöckchen schnitzen, um Frau Bremen ein bisschen zu züchtigen. Ich stehe da drauf. Nein, Quatsch. Klingenform. Dürfte jetzt einigen was sagen. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Sebenzer? Vielleicht, ja. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ich habe auch noch ein Messer von Ändern. Das hat die gleiche Klingenform. Ich finde überhaupt die Klingenform vom Sebenzer, die hat sich so ein bisschen durchgesetzt. Ist aber auch schön. Ja, gut, kann man nichts machen. Wir haben hier die Achsschraube. Die hat dieses spezielle Enlan Format, nenne ich es mal. Gibt es, glaube ich, für 2,60 € oder was bei Gearbest. Die G10-Griffschalen, die gibt es in Schwarz, in Ach, in Was. Und ich habe mir hier das mal in diesem Desert Tan Camouflage geholt. Digi-Camo. Jimping ist mäßig aggressiv. Dann haben wir nach einigen Tagen des Arbeitens haben wir noch die originale Schärfe. Und das hier ist ein echtes Schweißpapier. Das sage ich euch. Da sind schon einige Messer dran gescheitert. Ja. Ist aber noch okay. Das hier ist wirklich billiges Papier mit einer hohen Holz, einer hohen Holzdichte. Ne? Von daher reißt es meistens eher, als dass es schneidet. So, gibt es noch was über das Messer zu sagen? Nö, wir haben hier noch Durchlass für Paracord. Ja, wir haben hier 1, 2, 3 Pins. Der Liner, der steht mehr als in der Mitte. Hält auch ganz anständig. Ne? Kann jetzt hier den Spinewag-Test hier am Tisch nicht machen, aber ich kann euch garantieren, der funktioniert, der hält. Ja? Preis, ich glaube, das liegt irgendwo um die 10 Euro. Ich meine sogar günstiger. Eigentlich kein schlechtes Taschenmesser, wirklich. Nur so eins, da kannst du dir zig von bestellen, kannst sie verschenken. Und, oh. Vielleicht werde ich mit denen hier noch ein bisschen ja, lackieren, camouflagemäßig oder so. Ich mag diese. Ja. Wenn die so glänzen, ich mag das nicht so gern. Ja. Ordentliches Taschenmesser, gut angeschärft, kann man nicht drüber meckern. Von mir aus ist das eine absolute Kaufempfehlung. Low Budget für die, die eben nicht zu viel Geld haben. Ja, das war's schon. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und sag wie immer, tschüss, Madiot, schwenkt tot, tschüss ab und schwenkt die Kapp. Die Verarbeitung bei dem Preis. Respekt. Als Flipper wäre das auch nicht verkehrt. So, jetzt aber weg. Ciao. Ich habe ganz vergessen zu erwähnen, wir haben auf beiden Seiten ja, Messingwasher. Ne? Das habe ich ganz vergessen. Wie konnte ich nur? Jetzt aber weg. Ciao.
Ja, hallo allerseits. Heute mal ein kleines Tabletop über ein Enlan EL06. Na hier, G10-Griffschalen. Ja, moin allerseits. Heute ein kleines kurzes Video über ein Messer von Enlan, das EL06. Gibt es in diversen Farben bei Gewest. Ja. Übrigens, deshalb stehen die Hasen noch da. Ostermontag, wo ich das Video drehe. Klingenform dürfte jedem bekannt vorkommen. Irgendwie? Klingenform? Ja? Schebenzer vielleicht? Eventuell. Also Enlan EL06. Moin allerseits, heute ein. Moin allerseits, heute ein Messerreview über ein Taschenmesser von Enlan, und zwar das Enlan EL06. Spracherfindungsstörung am Morgens. Haben wir eine Gesamtlänge von 21,2 cm, Klingenlänge 9,3. Hier so einen kleinen Schleifkerbe-Choil, die auch gleichzeitig als Anschlag hinten am Stop-Pin schlägt. Ja, heute will das Review Mäulchen nicht so. Am Klingel leckt mich in den Füßen. Von 2,8 cm und 3 mm Klingel.